Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah ruft am Tag des jüngsten Gerichts den Bewohnern des Paradieses zu. Ihr Bewohner des Paradieses. Er ruft sie, er spricht sie an und sie antworten ihm: Da sind wir, o unser Herr. Wir stehen dir zur Verfügung, zu deiner Zufriedenheit. Und das Gute liegt in deiner Hand. Und er fragt sie: Seid ihr zufrieden? Zufrieden womit? Mit dem Paradies, mit dem, was ihr habt? Und sie sagen: Wie könnten wir nicht zufrieden sein, nachdem du uns das gegeben hast, was du sonst keinem anderen von deinen Geschöpfen gegeben hast? Und Allah sagt dann zu ihnen: Ich will euch noch etwas Besseres geben. Was könnte das sein? Noch besser als all das im Paradies. Und die Leute wundern sich: Unser Herr, was soll noch besser sein? Noch besser als das Paradies? Und Allah antwortet ihnen: Ich will meine Zufriedenheit, mein Wohlwollen für immer auf euch ruhen lassen. Und danach werde ich niemals wieder mit euch unzufrieden sein. Und das ist einer der schönsten Momente für die Bewohner des Paradieses. Schöner als allen die Paläste aus Gold. Die Liebe zu Allah im Paradies, nachdem er ihnen all dies gegeben hat, wird unermesslich sein. Und die größte Freude ist es, wenn er zu einem sagt, dass er niemals wieder mit dir unzufrieden sein wird. Und es gibt noch mehr. Noch mehr als das, etwas noch Schöneres, was all das bisherige in den Schatten stellt. Wenn die Bewohner des Paradieses den Paradiesgarten betreten, wird Allah zu ihnen sagen: Wollt ihr, dass ich euch noch etwas gebe? Wünscht ihr das? Und sie werden das nicht verstehen. Noch mehr? Noch mehr als all das? Man muss sich das vorstellen, wenn man mitten im Paradies steht. Man schaut sich um und noch mehr? Und sie werden sagen: Oh Allah, du hast unsere Gesichter erleuchten lassen. Du hast uns ins Paradies eintreten lassen und uns vor dem Höllenfeuer bewahrt. Es gibt nichts, was wir noch mehr wollen. Und dann wird Allah den Schleier lüften zwischen ihm und seinen Dienern. Und von den Dingen, die ihnen gegeben wurde, wird es nichts Schöneres geben, als dass sie Allah, ihren Herrn, anschauen dürfen. Das wird das Schönste sein, was es gibt. Die Gefährten fragten den Propheten sallallahu alaihi wasallam danach. Sie sagten: Ja, Rasulullah und Gesandte Allahs, werden wir wirklich Allah am Tag der Auferstehung sehen? Und er antwortete: Habt ihr einen Zweifel, dass man den Vollmond in einer klaren Nacht sehen kann? Und sie sagten: Nein, Gesandter Allahs. Und er sagte weiter: Habt ihr irgendeinen Zweifel, dass ihr die Sonne seht, wenn der Himmel wolkenfrei ist? Und sie sagten: Nein, o Gesandter Allahs. Und dann sagte er ihnen: Ihr werdet Allah auf exakt die gleiche Art und Weise sehen. Die Menschen auf den unteren Ebenen des Paradieses, sie werden einmal in der Woche in diesen Genuss kommen, dass sie Allah treffen am Freitag, an diesem besonderen Tag. Und die Engel werden die Menschen begleiten zu diesem Ort der Begegnung. Sie holen dich quasi von zu Hause ab. Dann geht ihr gemeinsam dorthin. Jeder bekommt einen Platz, der für ihn reserviert ist. Und er ist dann auf seinem Platz und er tut nichts anderes, außer dass er Allah anschaut. Und an diesem Tag wird Allah die Menschen fragen, was sie sich wünschen. Und er wird jedem seinen Wunsch erfüllen. Und das ist für die Menschen in der untersten Stufe des Paradieses. Die in den höchsten Stufen, sie werden ihrem Herrn zweimal am Tag begegnen.
Jeden Tag. Und was kannst du dir am Ende noch mehr wünschen? Was gibt es noch mehr? Möge Allah uns alle mit diesem gesegneten Treffen beschenken. Manchmal sprechen mich Geschwister an und sagen, Marcel, dank deinen Videos habe ich zurückgefunden zum Islam. Oder Marcel, ich habe dank deinen Videos den Islam sogar angenommen. Und natürlich freut man sich, wenn man die Menschen zum Guten führen möchte und es auch funktioniert. Aber der Dank gebührt eigentlich nicht mir, zumindest nicht nur. Er gebührt den Geschwistern, die all dies über die Jahre möglich gemacht haben. Die Unterstützer der Dean Academy. Sie machen dies möglich und sie erhalten einen Anteil an allem, was an Guten dabei herauskommt. Und inshallah wird der Tag kommen, an dem sie nicht einfach nur Dank, sondern den vollen Lohn dafür erhalten. Möchtest du auch zu diesen Geschwistern gehören? Dann klick jetzt auf den Link und unterstütze die Dean Academy.